Hey, nasse Haare, frisch geduscht, man hier, um euch den cleansten und saubersten Double Kill der Welt zu präsentieren. Wenn ihr euch gleich denkt, wow, also ich war mit Basenposter, ne? Wenn ihr euch gleich denkt, wow, meine Augen wurden gesegnet von diesem göttlichen Double Kill, dann drückt doch mal Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls du nicht gemacht habt. Viel Spaß, tschüss. Gewotet worden, so, aber. Schon wieder, ey. Interesting. Ja, jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Bock, nochmal so eine kreative Runde zu machen. Gucken wir einfach mal, ob wir da jemanden. Matteo. Dieses ist ja vom Leid weggelaufen. Das muss ich mal merken. Matteo ist vom Leid weggelaufen am Anfang. Office, Electrical, O2, Storage. Niemand ist auf der rechten Seite. So, Leiche liegt vor Lifeline. Hinter mir ist, glaube ich, Funk. Oder? Ja, der muss im Office sein. Ja. Genau, und ich glaube, damit fällt er als Killer raus. Wen ich habe weglaufen sehen vom Admin-Gebäude war Dalu. Warst du an Lifeline, Dalu? Also erstmal, das ist eine ganz dreiste Lüge. Ich war nämlich nicht mal in der Nähe des Admins-Gebäudes, bin als erstes nach rechts gerannt, habe zwei Tasks gemacht, habe Basso gekreuzt und bin dann nach links gelaufen und bin dann bei Andi vorbeigelaufen. Also ich war eher im oberen Teil. Ich habe das Admin-Gebäude nie betreten. Okay. Nee, Matteo, wieso, sagen, als Licht ausgegangen ist, wieso bist du nach rechts weggelaufen, anstatt einfach das Licht zu fixen? Ja, weil ich gecheckt. Genau, ich habe mit Dropship gecheckt, weil da waren auch Leute drin und ich dachte, man macht Licht aus und killt da oben. Da bin ich reingelaufen, habe niemanden getroffen und dann ist Leo nochmal reingelaufen und auch nochmal gecheckt. Frank war der Letzte, der von da runtergelaufen ist. Also ich kann auf jeden Fall confirmen, dass ich Dalu im Lab gecrossed bin. Ja, ich wollte auch nicht sagen, dass Dalu in Admin war, sondern er kam mir von der Richtung entgegen, als ich Richtung Admin gelaufen bin. Dalu, du hast mich auch gesehen, oder nicht? Ja, das ist richtig, aber weil du sagst, also für mich klang es so, ich war der Letzte, der im Admin-Gebäude war, den du gesehen hast, war ich. So klang es für mich. Nee, ich hatte dich ja gefragt, ob du ein Lifeline warst, weil ich hab nur die Richtung halt. Aber okay, ist alles in Ordnung. Wer hat eben noch Licht mit angemacht? Ich war noch da und irgendwer noch. Waren so ein paar Leute. Ich war gerade wieder am Admin-Table, da waren ein paar Leute auf der linken Seite. Also ich war auch im Office-Gebäude übrigens. Du warst auch im Office? Ja, ich war am Admin-Table unten. Oha, aber... Ja... Kann den Killer aber nicht gemacht haben, so, weil ansonsten wäre ich an Funk vorbeigelaufen. Dann müssten ich und Funk im Poster sein. Nee, Funk war hinter mir. Ja, eben, deswegen, du hättest ja auch beim Reingehen jemanden töten können. Nee, ich bin von links rein. Du standst am Admin-Table, warst aber nicht an den Lifeline? Ja, ich bin gerade erst am Admin-Table angekommen. Niemand ist Lab, sind vier Leute auf der linken Seite und es waren ein paar Leute in Office, aber ich war nicht schnell genug. Ich war eine Sekunde am Admin-Table, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass Blesk so spielt, dass er da einen Kill macht und sich dann an Admin-Table stellt. Also ich hab Blesk nicht gesehen, doch, aber das wäre... Aber es wäre ja strange, wenn er sagt, ja, und ich stehe an Admin-Table, wenn er den Kill gemacht hat, weil das wüsste ja sonst gar keiner. Hätte er einfach sagen können, ich bin im Lab, weil ich sehe am Admin-Table, dass niemand im Lab Gino ist. Gino war mal ein Specimen, das wusste keiner und dafür wurde er gewotet. Ja, aber das war auch nicht mein Call. Nächste Runde bin ich raus. Das war auch nicht mein Call, mein Freund. Selten dumm wäre das denn von mir, wenn ich sage, ich bin auch in dem Gebäude. Kommentar-Tasks nicht. Owen's Lab. Dalu und Funk. Ja, die Kamera. Theoretisch, der Pylon über Lab ist frei, ne? Und Temperatur. Dann laufe ich jetzt weg. Ja.
Ja. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es gerade haben wollte. Ich bin gestorben, aber. Die ganze Zeit sind Funk und Andi immer noch. Perfekt. Dann weiß ich, dass die auf jeden Fall nichts gemacht haben. Matteo läuft da jetzt aber rein. Da ist aber auch niemand tot. Panda. Ich krieg keine gute Opportunity. So hart. Oh, es sind zwei Leute tot. Okay, da liegen zwei Leichen aufeinander vor den Kameras. Ja. Ja, Double Kill. Ja, auf jeden Fall Double Kill. Und die sind da schon ewig lange, die beiden. Also Funk war die ganze Zeit an den Kameras und Andi stand in der Ecke. Und das ist schon ewig lang her. Wo genau liegen die? Die sind, bevor man in den Kameraraum reingeht. Also so rechts neben dem Vent ungefähr. Also nicht mehr an der Kamera? Nicht mehr an der Kamera, nee. Dann sind die wahrscheinlich während Lights Out gestorben. Genau, aber Kamera war noch an während Lights Out. Das kann ich 100% bestätigen, weil ich habe mich beim Admin-Gebäude an die Kamera gestellt, dass das Licht aus war, damit ich nicht gekillt werde. Mhm. Chiara? Wie bist du in das Gebäude reingekommen? Chiara hat das Licht gefixt, denke ich. Ja, ich habe durch den Eingang, ich habe bei mir war kein Report-Button. Also nee, rechts. Du standst ja auch bei Labyrinth, da unten genau. Bei der Task. Und dann bin ich da hochgegangen, weil ich mich gewundert habe, dass nicht das Licht angeht. Baso war ja auch da und die ist schon vor uns losgelaufen. Links bei Admin, wo diese Labyrinth-Task war, da, bevor das Licht ausgegangen ist, standest du noch da, als das Licht ausgegangen ist. Genau, bist du hochgelaufen und ich dachte, okay, du machst das Licht, dann ist nichts passiert und dann bin ich hochgegangen. Bei mir ist aber kein Report-Button aufgeleuchtet. Man muss halt wirklich bis zum Kameraraum laufen. Also Dalu ist, glaube ich, der Einzige, der safe rausfällt für den Kill. Wo bist du denn gewesen, Dalu? Specimen. In Office. Ein Specimen unten rausgekommen. Ja, damit bleiben eigentlich nur Baso und Gino für diesen Double Kill. Aber kann Gino einen Double Kill schon so früh? Ist der so ein Naturtalent? Ich muss halt sagen, Gino, was hast du eigentlich immer so? Warum kommst du so komisch? Ja, ich muss ja ich habe das ja noch nie gespielt, deswegen keine Ahnung, was ich da mache. Ich dachte, du hast die Möglichkeit, mich zu killen, weil ich war unten an diesen Wasserrädern. Mhm. Dachte ich mir, okay, wenn sie mich jetzt killt, dann sieht mich halt legit niemand, weil hier unten sieht man es halt nicht. Deswegen dachte ich, okay, Chiara kann ich ausschließen. Matteo hatte ich dann auch nochmal gesehen dort unten. Der hatte eigentlich auch die Möglichkeit. Und dann bin ich hoch Richtung Labor gelaufen. Matteo, ja, du hast gesehen, dass die Kameras noch an waren, während Licht noch aus war. Das ist wichtig. Ja, 100%. Les, wie bist du ins Office gekommen? Rechts reingelaufen, an die Lifeline. An Matteo vorbei dann. Nee, Matteo nicht gesehen. Da war ich aber bis zum Ende. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung, was die reden. Niemanden gesehen. Für meinen Meteoriten mal eben. Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin leid gerade. Lauf ich nochmal rüber und check Admin Lifeline, falls jemand stirbt gerade. Matteo fix, glaube ich. Den will ich gar nicht. Ich war im Weapons, bin dann zu Lifeline Admin, da ist niemand gestorben. Ich bin durchs Specimen durch, hab oben in Lab Chino gesehen.
war niemand tot. Panda ist hier. Jemand raus. Panda und eine Person ist noch Specimen. Auf Materials zum Button. Rot ist gestorben. Oh, das ist doof. Mir ist gerade jemand. Sag mir bitte, dass das Ding im Admin liegt. Nee, es liegt bei For Lights. For Lights? Wenn man von rechts reinkommt. Okay, Leon ist es nicht. Der gehört nicht zum Double Kill. Der war an Lifeline, als der Kill gefallen ist. Es war vor. Double Kill? 5 Sekunden oder so? Ist nur ein Kill gerade passiert. Ja, ja, aber du warst gerade neben mir, als der Kill gefallen ist in Lifeline. Und ich bin dann unten zur Atmung gelaufen. Genau, das war auf jeden Fall bei Lifeline, das habe ich auch gesehen. Gino war ein Specimen. Der kann genau, Chiara genauso. Chiara genau. Auch nicht. Also sind es Bas und Dalu? Nein, Chiara und ich haben uns auch noch gesehen. Aber Dalu fällt bei dem Double Kill raus. Ich habe dich nicht gesehen, ich habe nur Chiara, bitte, als du oben rausgekommen bist. Nein. Chiara, mach jetzt keine Faxen. Nein. Okay, pass auf. Der Kill ist For Lights. Woher soll ich wissen, dass du oben Specimen rausgekommen bist, wenn ich dich nicht gesehen habe? Weiß ich nicht. Ich sag nur, was ich gesehen habe, was ich gesehen habe. Vielleicht hast du mich nicht gesehen, warum auch immer. Du kannst gerne Dinge behaupten, Dalu. Ich muss sie nur nicht bestätigen. Ja, aber das hätte uns so viel einfacher gemacht, wenn für alle klar wäre, dass du, ich und Gino es nicht sind. Also ich war gerade unten in Webpins und dann ist das Licht ausgegangen und dann bin ich nach oben gelaufen. Und ich glaube, ich bin da noch in Panda reingelaufen, ne? Und wir sind zusammen zum Electric gelaufen. Die letzten drei, die ich zusammen gesehen habe, waren Matteo, Vlesk und Baso. Dann habe ich den Report-Button gesehen, aber Panda hat schneller raufgedrückt. Ja, aber ich bin ja, also du dachtest wahrscheinlich, dass ich es bin und der Kill in Atmen gefallen ist. Ist aber Quatsch. Ja, aber dann ist warum hast du Admin gecallt? Warum dachtest du, der war ein Admin? Weil ich dich, Vlesk und Matteo zuletzt in Admin gesehen habe. Aber ich bin nie von Lifeline weg. Der Kill ist nicht hier im Office passiert. Matteo war schon lange weg. Das Ding ist, der Kill ist super, also ist schon ein bisschen her. Ich bin auch von Lifeline da hochgelaufen. Das irritiert mich irgendwie gerade. Ich kann im Moment nur Chiara und Panda ausschließen. Die anderen drei sind für mich einfach ein bisschen. So, das heißt ja dann, für den Kill kommen nur Buzz und ich in Frage. Und einer fehlt ja noch. War nicht ganz am Anfang Blesksas wegen des Admin? Oder ey, wir müssen rum, Leute. Gut Glück, müssen wir Dalu kicken, glaube ich. Nee. Nein, ihr kickt mich nicht. Ich bin safe, weil ich Specimen war, die Runde mit dem Double Kill. Oh, okay. Das war ein bisschen random jetzt, ne? Wenn wir beide die einzigen Verdächtigen sind und ich den Double Kill nicht mache. Ach, du bist aber Ding rausgefallen, ne? Jetzt müsste ich Dalu killen, damit er das rafft. Ja, die Votes waren mega random. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist bei 6 Leuten. Hallo, der Baso gewotet. Ja. Dalu wird mich einfach einen Button rauskicken jetzt. Dafür benutzen wir ihn einfach, wenn wir die Möglichkeit haben. Also, wir haben gerade Baso rausgenommen. Ich bin mir halt nicht zu 100% sicher. Was mich halt irritiert, der Kill ist gefallen, da war ich unten an Lifeline mit Les zusammen. Nee, aber das Problem ist, der Double Kill vor hat Dalu recht. Den kann Dalu nicht gemacht haben. Sprich, wenn ihr Reich covern könnt, dann muss Baso auf jeden Fall im Poster gewesen sein. Wenn es kein Double Kill war, sondern wenn zweimal hintereinander jemand da getötet hat. An derselben Stelle, mit 25 Sekunden, ohne dass eine Leiche gefunden wurde, wäre natürlich ein bisschen geil. Unwahrscheinlich. Woher weißt du, dass es an derselben Stelle ist? Weil es doch hieß, es ist ein Double Kill an den Camps. Warte mal, Vlesk ist mir gerade entgegengekommen und warum würde er das Licht wieder anmachen? Warte mal. Nur weil es ein Double Kill ist, heißt nicht, dass die Leichen genau aufeinander liegen. Ja, das ist die Definition von einem Double Kill, oder? Sonst ein Double Kill passiert ja nicht oben links und unten rechts. Das sind ja dann zwei einzelne Kills. Ein Double Kill ist doch in Range von Report-Reichweite des anderen. Ja, aber trotzdem kann man auch Leute abfangen, wenn da eine Leiche ist, theoretisch. Ja, aber das würde wiederum bedeuten, dass beide Imposter oben waren. Ja, aber die Leichen lagen genau aufeinander, das habe ich nie gesagt. Ja, und das. Wenn du einen Double Kill sagst und beide liegen in Camps, der Raum ist nicht groß. Ich habe gesagt, das liegt vor Camps. Auch das ist nicht groß. Was ist dein Plan, Panda? Also,
Also was geht's gerade? Ich fand's ein bisschen sass, dass Dalu irgendwie gesagt hat, dass sie genau aufeinander räumliches liegen. Denken. Ja. Ich muss aber zugeben, ich habe dann dadurch auch direkt rausgeschlossen, dass die aufeinander liegen. Ja, okay, aber ich fand's halt nur komisch, weil er die Leichen halt eigentlich nicht gesehen hat. Ja. Glaube ich nicht. Wenn mir sagt, da liegen zwei Leichen, dann muss ich mir das nicht vorstellen. Das, was Dalu jedes Mal sagt, so Crew steht zu ihrem Call, wenn wir alle Base voten, oder wenn ihr alle Base votet, ich habe Base nicht gewotet, Panda, das macht die super sass, ne? Dann brauchen wir Dalu jetzt nicht auch noch kicken. So, wenn, dann haben wir halt verloren jetzt. Aber. Ja, für mich sind Dalu und Panda jetzt die beiden. Flesk, glaube ich nicht. Chiara ist also safe. Dadurch, dass ich mich dadurch noch mehr in die Schussbahn stelle, Panda wird es nicht sein. Ich bin mir bei Baso dann relativ sicher. Und wenn Baso richtig ist, kann Panda es nicht sein, weil dann hätte Panda Baso verkauft. Deswegen, obwohl Panda hier Quatsch erzählt, glaube ich nicht, dass das ist. Ich glaube, man ist einhauen. Och, okay. Ey, ich dachte, ich könnte. Gino, du bist nicht muted. Okay. Oh. Wollte ich nicht gar nicht machen. Gino steht bei mir. Können wir mal drücken, bitte? Dankeschön. Ist schon gar nichts mehr, ne? Da steht hier nur so ein bisschen separiert rum. Chiara ist im Lab. Okay. Komme ich da jetzt irgendwie schnell genug rein? Rest in Pieces. Der Dalu-Card. Der liegt vor Lab. Beim Eingang. Ja. Self-Report oder Chiara, glaube ich. Ich glaube, es ist Lesk. Ich glaube auch, es ist Lesk. Ach man, Leute, ihr macht es mir nicht leicht, ey. Scheiße. Chiara kann ich safe ausschließen. Die ist viel zu. Wir waren das ganze Game über waren wir mehr oder weniger zusammen und sie hatte so viele Gelegenheiten gehabt. Ich glaube nicht, dass es Chiara war. Ganz ehrlich. Also, welcher von euch beiden Crewmates schießt jetzt gerade gegen mich und warum? Naja, also Gino hätte mich bei Specimen töten können. Mhm. Leon, mit dem bin ich jetzt auch ein paar Mal rumgelaufen, da ist auch nichts passiert. Das ist für mich auch safe. Also bleibst du noch du, Lesk. Ja, ich war aber gerade mit Gino am Licht. Ich war vorher auch in der Kamera und ich bin von links hingelaufen. Und wir haben vorhin schon festgehalten, als der Double Kill gefallen ist bei Electrical, sind ich und Dalu rausgefallen. Da waren wir beide an Lifeline. Also und wie Lesk soll ich den Double Kill machen? Zum zweiten Mal Electrical rausgekommen und hätte mich super killen können. Ich glaube, also ich würde Flesk auch ausschließen. Das Einzige, Leon, was oder was? Eigentlich ist Leon für mich der meiste, der am meisten Sinn ergibt. Ja, genau, deswegen ist er Baso rausgeflogen wegen mir. Ja, das macht keinen Sinn. Leon hat Baso rausgekickt. Och, Mann, ihr killt mich. Ja, aber einer von euch beiden muss beim Double Kill dabei gewesen sein, weil ich und Dalu bei dem Kill nicht involviert waren. Wir waren beide im Office und Dalu war offensichtlich Crewmate. Was glaubst du, wer ist es? Chiara ist es nicht. Vles kann ich ehrlich gesagt auch fast ausschließen. Es tut mir leid, aber was sagt ihr? Vles, was sagst du? Du sagst, es ist also Panda oder Chiara, richtig? Ich tendiere viel mehr zu Panda, aber bei vier Leuten können wir einfach skippen. Okay. Theoretisch kommst du halt gerade auch von rechts. Frage ist halt, wie alt der Kill ist, weil ihr seid vorher auf der rechten Seite rumgewuselt, sprich. Soll ich sagen, was geschehen ist? Ja. Gino ist die ganze Zeit rumgewuselt, der wollte links oben, als der Reaktor gecallt wurde, Dalu töten, hat mich dann gesehen und hat sich dann dafür entschieden, nie nicht zu töten. Okay, alles klar, das macht nicht sass. Sorry, Leon, das kommt ein bisschen spät. Das kaufe ich auch nicht mehr. Wir können alles skippen. Nee, damit nicht mehr, Okay, jetzt habt ihr verloren. Ja, ey, Leon, wenn das jetzt in letzter Zeit kommt, viel zu spät. Hör auf. Geil.
Hoffentlich machen die Task jetzt nicht fertig. Ein bisschen früh, ne? Ich komm nicht hin. Ist das euer Ernst? Nein! Alter, die Runde, ne? Bless, das war so geil einfach. Wie habt ihr den Double Kill an Camps gemacht? Perfekt, der war super. Alter, gut. Linda, ich hab dir so hart den Arsch gerettet. Mir so hart den Arsch gerettet, Lesk. Ich war im Vent so daneben und Linda killt neben mir. Du wusstest ja gar nicht, dass ich da bin, oder? Nee, und dann plopp ich so aus dem Vent raus und snack mich schnell den zweiten so. Ja, es fühlte sich scheiße an, okay? Ich so, holy shit, haben wir Glück gehabt gerade. Und ich habe schon ein schönes Rollenspiel gemacht. Ich stand da in der Ecke und habe die Tapes durchgeguckt aus den vergangenen Aufzeichnungen und so. Aber ich glaube tatsächlich, es wäre sogar so okay gewesen, weil Licht aus war, Blesk. Ich weiß nicht, ob. Aber jemand hat ja schon gesagt, die hat dich vorher hochlaufen sehen. Wenn du da einen Kill machst, bist du ein Megasus. Also, warte mal, Leon, haben wir es jetzt gerade richtig verkackt? Ja. Hey, aber hätte Gino halt sein Mic muted, dann hätte ich gar nicht sofort gedacht, dass es Gino ist. Ich auch! Hä, hey, warum das denn? Hey, du sagst so, oh mein Gott und sowas. Und du hast so geredet, als wenn du Imposter bist. Ja, das ich auch. Aber das war einfach, also Blesk, ohne Scheiß, das war insane. Warte mal, du hast dir doch Alibi geholt, dass du an Admin warst. Warst du da an Admin? Beim Double Kill, meine ich. Ja, ja. Also, an Lifeline. Ich hab den Double Kill gemacht, bin rübergelaufen an Lifeline, hab da Dalu gesehen und hab dann gesagt, der Double Kill ist halt gerade gefallen. Aber der war natürlich schon ewig alt. Das war das Ding. Alter, okay, krass. Dass da niemand die Leiche gefunden hat für 10 Sekunden, war halt mega Luck für uns. Ja, ja. Und das war ja auch mich gewundert hat, dass du, Blesk, schon oben standest bei diesem Handabdruck, obwohl das gerade erst angegangen ist. Ich weiß nicht, wie das heißt. Du standst schon oben. Ja, ich hab das aus Versehen angemacht. dachte ich mir, dann, okay. Dann habe ich die Decency und mach's auch wieder aus. Boah, ich dachte 100% Gino ist es. Ich auch, ich dachte ich vor allem jetzt zum Schluss, als wir so komisch herumgeredet haben, ich dachte, wir albern ein bisschen herum. Aber Leon, hättest du einfach die Klappe gehalten jetzt? Ja, Leon auch mit dieser Double Kill. Das war die letzten 5 Sekunden, das war blöd. Ja, da hast du dich richtig hart ins Ausgerissen. Dann die halt mindestens. Danke euch auch. Grün, braun. Oder grün, Limette braun. Oder wenn ihr mir jetzt Vorschläge macht und mitspielen könnt, ignoriere ich straight up so. Gar keinen Bock drauf. Da ist jemand nicht gemutet, glaube ich. Das bringt nichts, wenn ihr das macht. Das bringt nichts. Die Gruppe, in der ich bin, das spielen die anderen Leute, glaube ich, schon heute. Jeder, der nicht mitspielt, hat er keine Zeit oder keinen Bock. Und die anderen finden safe eine Person. Okay, Basel, Dalu, Ungern, Matteo. Wenn in der Cafeteria jemand stirbt, dann war es keiner von denen. Frank und Chiara stehen hier tatsächlich. Oh, Andi, der Arme. So, pass auf. Liegt oben im Reaktor auf der linken Seite. Glaub, da, wo man die Zahlen oder so eingibt. Und eigentlich bin ich losgelaufen, weil ich dachte, eine Leiche liegt in Decon, weil da ewig lang ein Dot drin war. Und dann bin ich losgelaufen und habe dann aber Andi gefunden. Entgegen kam mir Leon, aber schon ganz weit, ganz lang her. Der kam ins Y hochgelaufen. Und am Admin-Tisch standen auch sehr viele Leute. 3 waren in der Cafeteria übrigens. Mhm. Ja, ich war in der Cafeteria jetzt erstmal. Chiara, genau, Funk und Blesk waren da, ja. Genau, Chiara, Funk und ich und Base kommen am Ende noch dazu. Und ihr habt euch da relativ lange auch gesehen, dass keiner weggewendet sein kann. Ich war im Admin-Panel mit 4 Leuten, Dalu, Unge, dir und so. Hab gesehen, 2 Leute sind Cafeteria, dachte mir, wenn da jetzt jemand stirbt, weiß ich, dass ihr 4 safe seid, bin da unten gelaufen und hab da Chiara und Funk getroffen, die waren sprich die ganze Zeit in Cafeteria.
Und die war noch immer noch da, als du. Du hast zwei Hälfte getroffen? Ja, Chiara. Eigentlich habe ich ein Admin-Table, habe ich mich gesehen, dass jemand in. Wie heißt der Raum unter Cafeteria? Balcony. Ja, ja, Balcony. Das war Basel. Da ist jemand zu Balcony reingewendet. Genau. Ah, dann war das Basel. Ich war, also nach Lights, nachdem wir Lights gefixt haben, da oben bin ich sofort in die Cafeteria runtergegangen. Also es kann eigentlich nicht sein, dass da Funk und Chiara nur drin waren. Du bist nicht von oben in die Cafeteria, du kamst mit Vlesk von links. Ja, weil wir Lights gefixt haben im Office und vom Ich bin alleine runtergelaufen. In der Cafeteria. Also ich spiele eigentlich super gerne mit, so weil jetzt hätte man ja einen rausschmeißen können, aber Basel ist von oben runtergelaufen. Ja. Ich bin sogar mit ihr gelaufen, die ganze Zeit. Dann danke. Aber ich wäre echt gern mit draufgegangen. Wenn es Matteo gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich habe Matteo nicht gesehen. Ich meinte Matteo. Ich meinte, Matteo ist von links gekommen. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich war überhaupt nicht in der Cafeteria. Matteo ist es. Also Matteo habe ich nicht gesehen. Den ja gut, dann lasst mich jetzt schnell voten, dann haben wir es hinter uns. Ich habe eine ganz kurze Frage noch. Eine ganz kurze Frage und zwar, wer war denn in Deacon in den letzten 20 Sekunden vor dem Call? Das wird denn der Killer nicht sagen. Der war wahrscheinlich unter der Deacon. Also ist ein Vent, der wahrscheinlich Vent, im Vent. Genau. Mm, stimmt, deswegen. Und dich hat keiner gesehen. Matteo. Oh, gibt ja dann nur. Was? Matteo? Matteo ist doch mega. Hey Leute, das könnten trotzdem noch Dalu und Basel sein. Ich bin seit 23 also. Runden Crewmate. Das könnten trotzdem. Ja, okay, dann sind wir jetzt. Andi. Leute, ich habe die Toten gehört. Andi will die Task gerade machen. Es könnte trotzdem Dalu sein, der Wahnsinn. Ihr hört halt tote Menschen. Ah, hier gibt's. Wie gesagt, Lightsword und dann runterlaufen. Das was Baso, das klang schon sehr. Das klang schon sehr am Schwitzen. So, ne? Die klang schon sehr am Schwitzen. Danke, Ara, Baso und Dalu. Meine Tasks hier mal fertig. Ich Zeit. Oh. Ich geh da nicht mit dir alleine rein. Kannst du sowas von vergessen, Dalu? Auf gar keinen Fall. Panda und Chiara. Oh. Oh. Chiara lebt noch. Gino und Chiara sind gerade zusammen. Panda und Funk und Unge. Komm's. Also es fallen ein paar raus immerhin für den Kill am Anfang. Ein paar. Leo macht Licht an, Chiara und Dalu kommen hinter mir rein. Eine Admin, das ist Funk, eine Person Office. Drei Cafeteria gerade. Und jemand ist von Office gerade wieder rumwenden. Das ist nicht Dalu. Findet jemand Balcony? Es ist nicht Matteo und nicht Dalu. Balcony ist jemand gestorben. Dachte ich. Dalu und noch jemand. Dalu und Matteo.
Okay, die Runde wird mir zu gruselig. Ich musste. Also erstmal, glaube ich, wurde ich kaltblütig mit also kaltblütigen Gedanken verfolgt. Und dann habe ich mir Schutz bei Bless gesucht. Ja, aber ich wollte den Schutz nicht so ganz so... Ja, wir können einen Imposter vielleicht schon callen, und zwar Blesk und Blesk, du warst in der Cafeteria, ne? Mhm. Und wer war noch mit da? Rausgelaufen sind Chiara und Gino. Ich glaube, Chiara hat gewendet, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, und ich habe die Wendanimation nämlich gesehen. Das heißt, eine von den Personen, die du da mitgesehen hast, die ist weggewendet, aber ich weiß nicht, warum kein Kill geschehen ist. Weiß ich auch nicht. Glaube, Gino, vielleicht, weil beide Imposter sind. Ja, glaube ich nämlich auch. Ich glaube, Gino und Chiara sind Imposter. Gino relativ safe sogar. Chiara, ja, glaube ich auch. Nicht sicher. Die Sache ist, Gino und Chiara haben auch eben, als sie Imposter waren, so sehr langsam gekillt. Das kommt auch wieder auf ihr Kill-Pattern. Sie wollen die Leute langsam quälen und nicht direkt... Okay, das ist, weil, das ist, also, weil die langsam sind ein bisschen so im Kopf. Also Gino wollte mich an den Asteroids killen. Okay. Alles klar, Matteo. Alles klar. Also Gino wollte mich an den Asteroids killen. Dann ist er mir in Cafeteria nachgelaufen. Er ist aber mit dem Knie gegen diese Bank gestoßen. Und dann bin ich weggekommen. Dann habe ich mich, dann bin ich mit Vlesk langgelaufen und dann kam Gino und guckt noch so hinterher und denkt sich so, fuck, jetzt ist der Dalu, weg. Das ist, ich bin dahin gelaufen, also, weil ich die Map auf hab, weil ich nicht weiß, wo die, Aufgaben sind. Die rote oder die blaue? Ja, ohne Witz, ich habe die ganze Zeit die Map auf, aber ja. Und dann stand ich unten an Dingens und wollte eine Falle stellen und dann ging das Licht aus und auf einmal ging die Tür vom Balkon auf. Ja. Und dann bin ich schnell hochgerannt und habe mich wieder versteckt. Chiara hat auf jeden Fall ein paar Mal in der Runde gewendet und die Tatsache, dass niemand gestorben ist, weil Gino auch mit ihr in Cafeteria war, muss ja der zweite Imposter sein. Ich verstehe nicht, warum Chiara überhaupt wendet, wenn niemand stirbt. Ja, weil ich nicht gewendet bin. Aha. Oh, das ist aber, das ist doch eine logische Erklärung. Dann hast du den Wend in Madbane nur kurz mal aufgemacht, um dann reinzugucken. Ja, mehrere Leute gesehen haben. Also den Wend gesehen und sie ist rausgekommen oder reingegangen. Mhm. Nein, nein, wir haben den Wend gesehen, wir sind nur runtergelaufen und es kamen zwei Leute aus Cafeteria. Nee, Chiara hat davor auch schon mal also Mapper gewendet. Die Frage ist nur, ob Gino der Zweite ist. Oh, Mann, ja, also, ich hab dich gewotet, weil du die ganze Zeit die Tür im Auge hast. Ja, wir haben den ersten Kill nicht gemacht haben, ne? Ich sollte irgendwie kandidieren zum Bundeskanzler, ich werde immer gewotet. Chiara kann den ersten Kill nicht gemacht haben. Also Chiara hat auf jeden Fall dreimal in der Runde gewendet, als ich zweimal habe ich es gesehen und einmal stand ich im Admin-Panel. Dalu und Funk waren es nicht und unten aus der Cafeteria laufen zwei Leute. Sprich, wenn da niemand stirbt, dann einfach nur, weil das der zweite Imposter ist. Weil wieso solltest du aus dem Vent kommen und die Person dann leben lassen? Das wäre kompletter Selbstmord. Wir wissen nicht mehr genau, wo Gino war in der ersten Runde, als der Kill gefallen ist. Ich weiß nur... Ja, der kann auf jeden Fall den Kill gemacht haben, während wir in Cafeteria waren. Oh, der hat sich gut hingeleckt. Der hat sich gut hingeleckt. Ohne ein paar so. Jo, also Dalu könnte es auch gesehen haben. Wir waren am Admin zusammen. Launchpad waren zwei Leute. Dann dachte ich mir, hey, ich gehe mal gucken, was da los ist. Und da liegt Leon. Von unten entgegen gelaufen kam mir Gino. Wo kamst du her, Gino? Und Funk. Funk war bei Madbay eher. Ich war hier, wie heißt das, D-Con. Und dann über den Lockerroom bin ich da hochgelaufen, Richtung das Admin. Heißt, okay, und du warst vorher also im Reaktor drin? Warte mal. Hier Laboratory, da rechts davon, da war ich drin. Und hatte ich da jemand gesehen? Kann das jemand bestätigen, dass Gino da drin war? Oh, das weiß ich nicht. Also Matteo hat das Pflanzegießen gefaked, weil als ich dran ging, brauchten die immer noch Wasser. Nein, das sind Kakteen. Ich habe da Sand reingemacht. Ah. Ich wollte euch noch eine Sache mitteilen. Ich hatte Simon's Test gemacht und ich hatte gerade Folgendes. Oben rechts, oben rechts, oben rechts, oben rechts, oben Mitte. So was habe ich noch nie gehabt, was Geiles. Nur oben rechts. Okay, ich glaube dir das. Geil. Da muss er Crewmate sein, weil der kann ja gar kein Simon's Test machen, wenn er Imposter ist.
Stimmt. Also für den Kill würde ich auf jeden Fall Vlesk und Unge ausschließen, weil wir da oben links waren relativ lange. Naja, du kannst uns auch ausschließen, weil wir wissen, dass Chiara, Angino und Poster sind. Ja, ich war auch oben links. Sorry, da war ich noch nicht. Also, wollen wir langsam anfangen zu voten oder wollt ihr mich nochmal voten, eine Runde? Wir können auch noch bis 6 warten, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, Mantel voten. Nee, nein, Mann, bitte jetzt. So, lass mal einmal Gino. Sorry, Mantel, aber du bist jetzt so auffällig. Ach, ey. Alle wissen doch, dass du es bist. Alle wissen es doch. Mann, ey. Mute mich jetzt schon, okay? Ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Ich hab's übrigens nicht gewohnt. Ich hab dich auch nicht gewohnt. 20 Runden Crewmate und ist nicht gelogen. Na komm. Jetzt fliegen sie aber. Dame Matteo. Okay, lass uns anfangen. Ja. Warte mal kurz. Bevor ihr anfangt. Chiara und Gino, was sagt ihr zur Verteidigung nochmal? Eure letzten Worte. Bei mir gibt es überhaupt keine Beweise. Also ich bin nur rumgelaufen, ich bin überhaupt nicht gewendet. Moment, willst du mal sagen, du bist Imposter und wir haben nur die Beweise, nicht? Nein, ich will halt sagen, dass das einfach nur irgendwelche Mutmaßungen sind, die ausgesprochen werden. Und also man sich vielleicht die Leute angucken sollte, die direkt gegen mich schießen. Okay, ja, also der Grund, warum der Vent safe ist, ist nicht, dass der Punkt in Cafeteria aufgeploppt ist, sondern auf dem Balkon. Und wenn der Punkt in der Cafeteria aufgetaucht wäre, hätte ich vielleicht noch sagen können, da ist jemand reingelaufen. Dadurch, dass er aber auf dem Balkon aufgeploppt ist, kann er die Cafeteria ja nicht gekreuzt haben. Das heißt, er ist auf den Balkon gewendet. Vlesk und ich sind direkt runtergelaufen und nur Gino und Chiara kamen uns entgegen. Und wenn du über den ersten Kill nochmal nachdenkst. Dabei ist aber Chiara, willst du damit sagen, dass du nicht Imposter bist? Ja, will ich damit also sagen. Ich war auch jetzt bei dem Kill da gerade eben, war ich ja auch oben links. Also willst du damit sagen, den Kill gerade eben hat Gino gemacht? Naja, aber da hat ja Matteo gerade schon gesagt, das kann nur Gino sein, weil der kam von links. Ja. Also willst du sagen, Gino war das? Der muss es Gino sein. Ja. Beschuldigst du einfach deinen Kollegen? Warum? Was? Also ich glaube dir, Chiara, ich würde Dalu voten. Weil die versuchen dich zu framen. Dalu und Vlesk, ich glaube dir. Das habe ich nie gesagt, dass Dalu nicht framen will. Jetzt wieder doch nicht. Die Sache ist, Chiara hat ja keinen Kill gemacht. Das ne? Das, gemein, deswegen. Das also Gino als erstes. Chiara hat wirklich keinen Kill gemacht bis jetzt, glaube ich. Ich glaube. Ich bin richtig verwirrt. Ich glaube, es ist Dalu. Und Vlesk. Dalu, warum hast du gerade die erste Runde Revue passieren lassen, aber Baso nicht erwähnt, dass sie mit dir runtergegangen ist? Weil ich am Anfang fand ich es noch lustig, dass ihr auf Baso geschult habt, wo ich halt hundertprozentig weiß, dass sie es nicht war. Und dann tat mir das ein bisschen leid und dann wollte ich dazwischen gehen. Wenn das jetzt Matteo gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja. Jetzt gerade hast du sie ja nicht erwähnt. Ich dachte, weil es für uns wirklich klar ist, dass die Chiara und Gino Imposter sind. Ich habe übrigens für Matteo gevotet. Ich auch. Übrigens. Aha, Dalu. Ich habe nicht für dich gevotet, Matteo. Also, Chiara, ich habe dir bisher immer geglaubt, aber jetzt hast du einfach Frank getötet. Ich habe mich laut geschrien, sie will es umbringen, bin zur Tür gelaufen, aber sie war leider verschlossen. Aber die anderen auf der anderen Seite auf der Glasscheibe, ich habe geklopft, lass mich rein und da haben sie die Tür aufgemacht. Aber interessant, weil ich die Killer-Animation gerade noch gesehen und das sah mir eher nach Grün aus. Ja, und Unge, du hast das denselben Move, mit dem ich letzte Runde rausgeflogen bin. Wolltest du gerade von der Leiche wegrennen oder was? Mhm. Ich bin's nämlich auch. Ihr habt mich erwischt. Wir haben Chiara die ganze Zeit ein bisschen getrollt, aber in Wirklichkeit war es Unge. Ihr habt mich erwischt. Nein, ihr habt mich erwischt. Also, Chiara. Danke, dass du es zugibst, Unge. Ja. Alter, ich bin so lost. Also, Chiara, deswegen hat nicht. Chiara auch. Wir haben vorhin nur ein bisschen rumgetrollt, Basis. Es ist Unge und Gino gewesen. Okay. Das heißt, Unge. Ich hab zu wenig Gehirnzellen für sowas. Sorry. Nein, Gino habt ihr übrigens unschuldig rausgewotet. Ich war's im Mental zusammen. Nein, ich war's im Mental zusammen. Also, Unge, das Schwein. Es war Mental und ich.
Schade, ich dachte, jetzt ist komplett durch. Ich habe einen Teich durch. Was du? Ich bin so los. Ja. Boah, seid ihr zwei? Alter, ich war nie im Hoster. In diesem Game, direkt mit Chiara zum zweiten Mal hinter mir. Ich hab keine Ahnung, was ich zu tun habe. Seit der ersten Runde war klar, dass wir das sind. Ich so, ja, toll, GG, ey. Aber wir müssen noch Matteo rausgebotet. Ich bin extra vor dir rumgetanzt, weil ich wollte zusammen umlaufen. Ja, ey, keine Ahnung. Sorry, aber ja, egal.